Armee ist da. Ja. Lassen wir die alle mal schlafen. Und schicken mal unsere Indianer schon mal nach weiter oben. So, die schicken wir auch mal nach hier. So, dann schicken wir euch mal über den Fluss. Wo auch immer ihr hin wollt. So, schicken die Armee über den Fluss. So, die schlafende Runde. Dann schicken wir erst die Indianer durch den Pass, dass sie hier an den Bärensträuchern nochmal essen können. So, und wir gucken mal, wie gut sie durchkommen. Ob sie wieder so komisch laufen wie in der Höhlenmission. Sieht fast danach aus, dass sie ein bisschen merkwürdig laufen. Dann mal hierher mit euch. Wie sieht's bei euch mit Hunger und Müdigkeit aus? Ihr habt schon einmal Bier getrunken, seid aber schon ein bisschen angemüdet. Ja. So, das heißt, ihr schlaft mal. Ihr esst nochmal der Zwischenzeit. Ihr da oben seid immer, bleibt immer noch, wo ihr seid. Das ist gut. Oh, einen hatte ich hier noch, der ein bisschen hungriger wirkt.
Und ja, ich habe gesagt, eigentlich letztes Mal speichern, aber ich gehe auf Nummer sicher und speichere noch einmal. Erwin? Du bist erfahren und kannst trainiert werden, ja, von mir aus. Erwin? Ja, und wir haben die maximale Anzahl an Leuten ausgewählt. So, dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Also ich marschiere jetzt einfach mal direkt nach Norden. Gut, wir haben Feinde schon mal entdeckt. Das werden die sein, die meinen Kundschafter damals angegriffen haben. Naja, das Hauptproblem ist halt, wenn man so viele Leute hat, dass die Wegfindung vor dem Spiel halt nicht mehr hinterherkommt. Muss sagen, bis jetzt recht ruhig. Es waren nur zwei Gegner, glaube ich, die wir bekämpfen mussten. Da sind Ruinen. Okay, da werden wir angegriffen. Ich wollte gerade sagen, das war ein bisschen zu harmlos, aber da werden wir ja immer noch beschossen. Oh Gott, von Wikingern. Und da ist der Tempel. Mit der Hilfe unserer Freunde hatten wir schließlich gesiegt. 10 Tage und Nächte feierten wir gemeinsam ein rauschendes Fest, von dem noch spätere Generationen berichten sollten. Viele Freundschaften wurden geschlossen und Lieder gesungen über die gemeinsamen Heldentaten der Wikinger und der Wienländer. Am 11. Tag dann stießen wir in See, reich beschenkt und versorgt mit Nahrungsmitteln und guten Wünschen für die weite Heimreise. Doch noch einen weiteren, besonderen Schatz nahmen wir mit in die Heimat. Das Wissen, dass wir für immer einen Platz in den Herzen dieses stolzen, unbeugsamen Volkes gewonnen hatten. Ja, es hat Bumm gemacht. Ja, damit haben wir
Die Rache des Regengottes abgeschlossen. Gehen wir zurück ins Hauptmenü. So. Gut, das müsste jetzt wieder an der Lautstärke gut sein. Bleiben wir mal kurz hier im Menü. Wir haben die Rache des Regengottes und damit Cultures 1 abgeschlossen. Wir hätten zwar noch so Szenario-Maps, aber die sind jetzt nicht wirklich wichtig vom Belang, würde ich mal sagen. Wichtig ist, dass wir das Hauptspiel abgeschlossen haben. Für dich. Also die Entdeckung Vinlands und die Rache des Regengottes. Und ich könnte euch noch ein kleines Gimmick zeigen, ein Secret, da wir noch ein paar Minuten Zeit haben. Deswegen, es gibt hier ein Secret, das ich euch zeigen werde. Hier oben dieses Herzchen, wenn man das oft genug anklickt. Okay, das muss man im Hauptmenü machen. Hey. Also, wenn man es im Hauptmenü oft genug anklickt, kommt man in die Secret Credits. Hallo, du schon wieder? Was machst du denn wieder hier? Hier sollte eigentlich niemals jemand hinkommen, aber du wirst nie unser Geheimnis entdecken. Komm uns bloß nicht zu nah. Ja, Ansgar, unser Schwertkämpfer. To the Mysterious Cave. Erstmal kurz. Ja, wieder auf unsere normale Tonfrequenz gehen. Das hier ist jetzt sozusagen die Secret Credits. Entdecke das Geheimnis der Cultures-Entwickler. Und ja, weil er sagt, du schon wieder in Cultures die Entdeckung Vinlands, also wenn man nicht die Rache des Regengottes installiert hat, kriegt man hier eine andere Version, also immer noch dieselbe Map. Aber eine andere Version, in der die Entwickler mit einem UFO abgestürzt sind. In dieser Variante sieht es etwas anders aus. Dann machen wir mal Geschwindigkeit an. Ja, will. Dass wir das schnell machen. Ja. Ja, will. Ja, will. Dumm, die Dummen. Okay, okay, du hast uns gefunden. Das Geheimnis ist gelüftet. In Wirklichkeit sind wir die geheimnisvollen Maya-Götter. Du frohlocke und preise das Fanatics Cultures Team und vor allem schlag uns nicht. Ja, Cultures Team. Player 1 Cultures Team. Tribe Zero sind wir. Und ja, hier stehen sie alle. Thomas Merlin Friedmann, Thomas Maverick Häuser, Sven Devilman Dender, Robert Schiefer Heinrich, Ralf Tarzan Angebauer, Tobias Losksley Frin, Frank Dreadman Hofmeister, Lars Larry Hammer oder Hammer, Thorsten Tanker Knopf, Fabian Gonzo aus den Sieben und Peter McGee's Price. Und hier stehen noch ein paar andere Namen. Wobei, das müsste Thomas F. müsste er sein. Thomas H. müsste er sein, genau. Ralf haben wir hier und so weiter. Ja, und das hier ist das Maya-Land. Und was können wir am besten machen hier? Die Entwickler hauen. Was machst du da? Nicht schon wieder. Pack bloß das Schwert weg. Hat dir das Spiel etwa nicht gefallen? Doch, es hat mir so gut gefallen, dass ich euch jetzt haue. So, könnt ihr übrigens auch mal sehen, wie verfeindete Wikinger aussehen. Na komm her.
Paar, so leicht geben wir uns nicht geschlagen. Halte Ausschau nach weiteren glorreichen Fanatics-Produkten. Bis dahin, demnächst auf deinem Bildschirm. Ja, jetzt kommen halt von überall Super Maya-Kriege und töten uns. Und damit war es das für uns. Alle deine Wikinger haben diese Welt verlassen. Die Mission ist gescheitert. Ah ja, genau, vernichte sie alle. Gut, dann noch meine Abschlussworte von hier aus am besten. Ich hoffe, ihr hattet soweit Spaß beim Zusehen, sowohl bei der Entdeckung Vinlands als auch bei Rache des Regengottes. Ich habe ja jetzt gerade gegen Ende versucht, die letzte Mission durchzubringen, einfach weil es jetzt keinen Sinn gehabt hätte, noch eine letzte Aufnahmesession dran zu hängen. Ich meine, wir sind ja nicht mal jetzt mit nur einer vollen Stunde mit dieser Aufnahmesession durch. Ja, deswegen habe ich es jetzt mal zu Ende gebracht. War wieder ein schönes Spiel, ist auch ein altes Spiel, Retro-Gefühle und so. Auch wenn es so seine Ecken und Kanten hatte, damals war halt nicht so viel möglich. Mein PC ist ja eigentlich auch viel zu schnell für das Spiel. Man hat es halt an der Wegfindung, an bestimmten Verhaltensmustern der Wikinger und so gemerkt. Also, man hat irgendwem wohin geschickt und der ist kreuz und quer gelaufen, wegen Wegpunkten, die er abgeklappert hat. Oder Steinmetze, die nicht Steine gehackt haben, sondern an die Wegweiser gelatscht sind und geplotzt haben, wo kriege ich Steine? Frauen, die ewig lang gebraucht haben, um mal Essen zu kochen. Und wenn man Leuten gesagt hat, sie sollen essen, dann haben sie versucht, alle am selben Bärenstrauch zu essen und sind dann alle weiter zum nächsten selben Bärenstrauch gelatscht. Ja. Das Spiel ist nicht perfekt, aber es ist toll. Und wir haben es ja auch durchgespielt jetzt. Also es ist gut machbar, gut schaffbar, das Spiel. Es ist halt teilweise sehr langwierig. Wobei ich sagen muss, die Rache des Regengottes, die ersten 5 Missionen, also abgesehen davon, dass wir uns in dieser Höhle ziemlich stark verlaufen haben, gingen eigentlich relativ schnell. Was eher lange war, waren die letzten beiden. Wobei die auch gingen eigentlich. Ja, ich hatte meinen Spaß. Ich hoffe, ihr beim Zusehen ebenso. Dann sehen wir uns hoffentlich bei meinen anderen Projekten wieder. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und ein herzliches Hi-Ho. Also, bis zum nächsten Mal, meine lieben Zwergenfreunde und Wikingerfreunde natürlich in diesem Fall. Bye-bye.